jetzt werden wir mal unseren Spendenpartner kennenlernen, ein bisschen was darüber erfahren, was die machen, wie das so läuft, warum die Geld sammeln, warum die seriös sind. Ich würde sagen, beim nächsten Mal sagst wir holen mal die Person herein, die uns mehr über unseren Spendenpartner sagen kann, und zwar Daniel Merdes. Hier kommt Daniel, Daniel, Daniel Merdes. Daniel, vielen Dank, dass du da bist. Also BOS heißt Borneo Orang-Utan Survival. Das heißt, wir sind in Borneo. Das ist eine riesige Insel in Indonesien. Das heißt, Orang-Utans gibt es noch auf zwei Inseln. In Sumatra und in Borneo. Und Borneo ist die größere Insel. Und da gibt es noch die größere Population. Das heißt, Forscher sind sich da uneinig, aber 40.000 bis 50.000. Manche sagen mehr, manche sagen weniger. Und deswegen ist das eigentlich die Population, wo wir denken, dass die noch eine Chance hat, dass sie auch wirklich langfristig noch überleben kann. In Sumatra ist es noch ein bisschen komplizierter, weil es noch degradierter ist, noch mehr Palmöl und so weiter. Und wir haben zwei Rettungszentren in Borneo. Das heißt, wir kriegen auch Orang-Utan Waisen gebracht. Oder wir retten sie selber, kriegen einen Anruf und sagen, in dem und dem Dorf ist ein Orang-Utan-Baby. Könnt ihr das bitte abholen? Dann haben wir so ein Rescue-Team, holen das Baby ab. Dann kommt es in unser Zentrum und wird dann aufgepäppelt und kommt über die Jahre immer mehr in so einen Prozess rein, dass es sich erholen kann und wieder das lernt, was es eigentlich von seiner Mutter lernen würde. Das heißt, im Dschungel zu leben. Ich habe das tatsächlich gesehen. Das ist ja wirklich so, dass also so ein Orang-Utan, der kann dann noch nicht so richtig klettern oder sowas. Und dann gehen die Leute, die bei euch arbeiten, die klettern mit den Orang-Utans dann nach oben und zeigen denen irgendwie, wie die da Sachen pflücken und sowas. Ne? Das ist wirklich völlig abgefahren. Also sozusagen die Menschen versuchen, zu Orang-Utans zu werden, um die aufzuzüchten. Du hast gerade schon gesagt, also so 50.000 sind noch da. Ich habe mal versucht, Zahlen zu finden. Das ist, wie du schon sagst, auch sehr, sehr schwierig. Ich habe auch gehört, dass versucht wird, das natürlich ein bisschen versteckt zu halten. Aber dass so knapp 100.000 Orang-Utans, glaube ich, in den letzten Jahren sozusagen ausgerottet wurden. Und jetzt sind halt noch diese 50.000 da. Was ist denn so ein Hauptgrund dafür? Also du hast gerade schon die Palmölplantagen angesprochen. Wie wird das gemacht und was passiert dann da genau? Also ein Orang-Utan braucht halt Ruhe. So. Das ist ein sehr, sehr entspanntes, ruhiges Tier. Das heißt, wenn du jetzt in den Dschungel gehst, du wirst ihn eigentlich nicht zu Gesicht bekommen. So, ne? Das heißt, er hat einen riesigen Lebensraum, ist relativ solitär, semi-solitär. Wenn der Lebensraum schwindet, dann wird die Population auch kleiner. Und am Anfang wurde halt ganz viel abgeholzt für Tropenholz. Dann kam direkt das Palmöl. Das hat eine riesige Produktion, die natürlich auch wichtig ist für das Land, um Einkommen zu schaffen. Ernährungssicherheit und so weiter. Und da gibt es noch die Bedrohungen, über die eigentlich gar nicht so groß geredet wird. Und das ist auch Kohle, also riesige Kohlevorkommen, Goldvorkommen. Im Endeffekt sind es halt verschiedene Bedrohungen. Letztes Jahrzehnt ist auch immer der illegale Wildtierhandel verstärkt worden. Das heißt, mit dem Palmöl wurde eigentlich im Schnitt besser. Das heißt, es gibt da auch Regeln und Gesetze natürlich. Ist jetzt auch nicht ganz wild. Aber durch, und da bin ich ja richtig hier, würde ich auch gerne mal ins Gespräch kommen, durch diese ganze Social Media ist natürlich der Trend entstanden, insbesondere in Dubai und so weiter, dass man Orang-Utan-Babys zeigt, mit denen zusammenlebt und so weiter. Und das hat dann den illegalen Wildtierhandel bestärkt. Und das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Das ist ein Trend, dass man mit denen zusammenlebt? Ja. Also wir haben einen Fall, das ist der Taimur. Den konnten wir retten. Der ist in Kuwait, war das. Sein Besitzer war in einen Autounfall verwickelt. Er saß im Auto und ich weiß nicht, welche Droge es war, aber es hieß, beide waren auf irgendeiner Droge. Oh, und das heißt, der Mensch? Und? Ja, genau. Und das war dann dementsprechend wild, dass man es nicht mehr verdecken konnte. Und da konnte man dann auch helfen, ihn zurück ins Rescue Center zu bringen. Und der wird hoffentlich in den nächsten zwei Jahren ausgewildert, der ist jetzt wieder topfit. Muss ja erstmal einen Entzug machen, der Affe. Also ehrlich. Ja, klar. Crazy, ist ja komplett geisteskrank. Wer kommt denn auf die Idee, einem Affen Drogen zu geben? Was ist das denn? So, allein, dass der in einem Auto sitzt. Hä? Vielleicht noch eine Frage. Wie viele Tiere konntet ihr denn jetzt so in den letzten. Also, ihr macht das, glaube ich, seit 20 Jahren. Wie viele habt ihr in der Zeit schon ausgewildert? Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, weil im Mitte November. Vielleicht auch erst Dezember, werden wir den 500. Orang-Utan auswählen. Oh, crazy. Das ist eine ziemlich magische Zahl.
auch mit Hilfe dieses Events natürlich wird es auch möglich werden, hoffentlich. Und das ist schon eine relevante Zahl. Das heißt, wir haben 27 Orang-Utan-Babys, die schon in der nächsten Generation frei geboren wurden. Mhm. Und das ist eine hoffentlich und wahrscheinlich von der Wissenschaft auch schon bestätigt neue Population, die jetzt auch entsteht. Ich meine, wir werden auf jeden Fall versuchen, unser Bestes zu tun, möglichst viele Spenden zu sammeln, damit möglichst viele Orang-Utans ausgewildert werden können. Wir haben euch ja auch vorher mal so gefragt, ein Orang-Utan sind so, das ist natürlich schwer zu sagen, da eine Zahl dran zu machen, aber es sind so ungefähr 9.000 Euro, habe ich gehört. Roundabout, ja. Die man braucht, um ja, das alles. Das ist der komplette Zyklus. Ja. Da ist all inclusive, da ist die Rettung dabei, da ist diese ganze Rehabilitation. Das heißt, die gehen ja auch zur Schule, die haben verschiedene Schulklassen. Süß. Wo sie wirklich alles lernen und wenn sie hinten dran sind, müssen sie noch mal wiederholen. Und dann geht es auf die Universität, wie wir sie nennen. Das heißt, sie kommen dann auf eine Insel, wo sie mehr oder weniger schon fast wild leben, aber noch ein bisschen zugefüttert werden. Und die ganze Zeit werden sie halt beobachtet von Expertinnen und Tierärztinnen. Und wenn das Gefühl entsteht, er oder sie ist fit, der schafft es auch alleine, dann kann man auswildern. Also sammeln sie ihr Geld für Stipendien, quasi schon. Damit die auf die Universität Damit die Affen können. Nachher schlauer sind. Ja, wie sieht so eine Auswilderung aus? Ist es emotional für euch oder für den Affen? Ist fantastisch. Also, ist fantastisch. Geht der Affe also, dann einfach oder guckt der Affe dann auch noch so zurück oder so? Manchmal dreht er sich noch mal um. Das ist ein sehr magischer Moment. Also ich durfte schon bei zwei Auswilderungen dabei sein. Und für mich ist halt besonders magisch, da sind dann die Babysitterinnen dabei, die wirklich so als Baby schon aufgezogen haben. Und im Endeffekt heulen alle. Ja. Das ist halt wirklich so ein mega, ne, Klapper auf und dann so ein mega Moment, weil so die ganze Arbeit und die ganze Emotion dann in dem Augenblick halt aus. Also bei mir wird im Chat gefragt, was würdet ihr euch ungefähr wünschen, was wir für einen Beitrag zusammenkriegen? Also mit was können wir richtig stark machen? Also Geld ist natürlich wunderbar, so viel wie möglich. Alles zählt, aber für uns ist natürlich auch wichtig, dass wir hier die Mission erzählen können und die Geschichte erzählen können, weil viele wissen es nicht. Und deswegen alles. Also man kann auch zum Beispiel einfach alles euch teilen online. Ja, genau, sehen, genau, genau. Wir werden natürlich versuchen, so viel wie möglich zusammen in den nächsten Tagen. Toll. Vielen Dank erstmal. Das ist fantastisch. Danke, dass du ein Teil davon sein dürfen. Danke. Helfen. Ja.